Willkommen zurück zu Surviving Mars. Und ja, für mich ist eine neue Aufnahmesession. Ich weiß auch noch grob, was wir gemacht haben, machen wollen. Und ich glaube ja echt, dass es hier oben noch ganz schön lange dauern wird. Aber gut. Wir landen jetzt mit den beiden Raketen, um einmal unsere Einwohnerzahl hier oben so hochzuschrauben. Und ja, Ressourcen, ne, war das andere Ding. Ja, schauen wir mal. Ansonsten passt aber alles, oder? Strom. Ein bisschen wenig Wasser, ne? Was ich mal so sagen darf. Schon mal, ihr müsst nochmal nachlegen. Wir werden zuerst angebaut. Immer gucken, wo noch Wasserquellen sind, ne? Wäre gar nicht so unwichtig. Und wieder nur eins hier davon, ne? Scheiße. Mal gucken, wie wir automatisch Ressourcen hier in der transportieren lassen können. Das wäre echt angenehm. Und wichtig. Ja, müssen wir dann mal schauen. Eventuell mit diesen Shuttles, ich weiß nicht genau. Bin ich auch noch nicht drüber informiert. Okay. So, unsere Passagiere sind da. Wir müssen nicht hier landen, das hört gerade auf. Weil die auch hier rein sollen, ich muss wieder hochrennen. Weil hier oben ist ja voll, ne? Ja, eine Person, die könnte auch ruhig da hochrennen, wenn sie möchte. Es dürfte nicht zu weit sein, wenn ich hier rüber renne, oder? Eigentlich ja nicht. Okay, probieren wir es aus. Ach ja, hier schon unser Landing Pad. Let's go. Ein Gebäude funktioniert nicht. Wow, nicht genug Arbeiter. Ja, das, ja, geht schon. Schon besser. So, kommen Sie runter, bitte. Rakete. Willkommen auf Mars, Leute. Kommen Sie raus. New colonists have arrived. Jetzt schon arbeitet Rita. Oh, wie schnell geht das denn, Alter? Holy shit. Okay. Na, jetzt haben wir wieder Arbeitsplätze. Oder Arbeitsplätze, genau. Leute, die fähig sind zu arbeiten. Und lassen Sie erstmal ankommen, würde ich sagen, bevor Sie direkt hier arbeiten müssen. Wenn Sie erstmal über reingehen, ne? Schauen wir mal. Schule ist einer. Kinder auch. Perfekt, perfekt, perfekt. Die andere Rakete ist da. Mit Ressourcen. Wo landen wir die denn? Wir da landen. Okay. 6 Arztplätze frei, ne? Warte hier. Oder einer ist auch drüben ausgerüstet, hab ich richtig gesehen? Abtrünnig ist der. Viel Spaß. Ja, dann Ausplatz. So sieht es hier aus. Was können wir da noch verbessern? Das ist. Ja. Schon 3 Stück. Electrostatic dust storm approaching. Oh nee, nicht jetzt. Och Leute. Ja,
Wir haben noch zwei frei, oder? Richtig versteckt? Nur Spezialisten. Einen hätten wir, glaube ich, noch, oder? Das ist richtig. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, oder nicht? Lass uns erstmal so. Alter, ernsthaft jetzt? Schon wieder so ein scheiß Sturm. Wie oft kommen die denn? Okay, wo ist unser Miner? So, alles ausgeladen? Oh, nee. Da gehen nur die ganzen Ressourcen drauf. Und Geld. Ich bin wieder befüllt. Nice. Einer reicht. Na, fertig? Immer noch nicht. Mach hin. Ich muss noch ein paar Sachen hier hoch transportieren dann. Sicherheitshalber. Ja, gespeistes Wasser ist voll. Nice. Sauerstoff. Hm. Ja, nicht ganz, ne? Also, Das ist ihm egal. Das muss hochtransportiert werden. Generell alles muss ein bisschen hochtransportiert werden. Hier nichts. Machen wir gleich. Da durch. Noch zwei Stück, los. Hanna. Entladen, da drauf bitte. Okay, nice. Aber das wird langsam überlegt. Aber das haben wir auf jeden Fall genug. Ja. Ja, die machen das schon. Mit Zeug gebaut. Nice. Noch der Beton. Ein Tag noch, bis es schon stumm kommt. Oh, verschaffter Strombereich, ey. Sauerstoff speichert sich, Wasser ist ja eh voll. Hm. Scheiß Staubstürme, ey. Die sind echt heftig. Dringend Geld, ey. Ich kann jetzt nicht mehr von der Erde uns holen. Andere Ressourcen. Das ist nicht machbar aktuell. Fertig. Los. Resources are low. Ich schau erstmal. Da hoch bitte. Schon wieder wenig, ernsthaft? Wir sind ja zum Glück noch welche. Ist hier vorne in Sachen, lol. Drohnen und Shuttles brauchen dringend Shuttles, ey. Ja, das kann man nicht bauen, ne?
Sarah leider nicht. Sollte mal Metalle holen, sicherheitshalber. Dann kommt er zurück. Ja, Sauerstoff auch ein bisschen auf dem Vorrat. Das passt schon, Leute. Was ist eigentlich unsere Forschung? Fast durch, sehr, sehr gut. Nach dem Sturm können wir dann die automatischen Fabriken bauen. Dann läuft's hoffentlich. Nice. Sektor scanned. Junge, bist du auch da? Moment mal, jetzt kurz. Wieso alles voll, ne? Wo ist Platz? Da? Allen drei geworden. Junge, geh doch da rüber, bist du doof? Obdachlos. Der soll halt da rein. Also, na gut, das wäre schuld, wenn der nicht rüber geht, ey. Wie geht denn der auch hier hin? Das ist bestimmt einer von den neuen, oder? Gebäude zuweisen. Nicht in Reichweite. Wie verarschen? So, anscheinend noch Platz von. Hoffe ich. There are Earthsick colonists. Ja, weil er auch keinen. Er ist halt ein Idiot. Ja, wenn er nicht rüberläuft, kann er auch nichts für. Hast du letztes Spiel gesehen? Ja. Wird schon. Hoffe ich. Moment, reden wir jetzt. Wie sind die aktuell die Dings? Hier Komfort in den ganzen Wohnkuppeln. So? Wie geht das nicht? Kuppeln. Ah, die ist okay. Andere leider überhaupt nicht. Ja, wird doch nicht bald. Irgendwelche Probleme noch, die ich irgendwie beheben müsste. Achso, okay, okay. Zwei Kinder, nice. Na gut. Wie läuft's denn langsam wieder? Mit dem Dude hier? Ich soll schon klicken. Immer noch das gleiche Problem, dass immer noch alles voll ist. Ja, schauen wir mal. Oh, gleich geht's rund. Geht's glaube ich wieder besser. Nice. So, 3 Stunden noch. Du darfst zurückkommen, Junge. Hä? Mann, hallo. Du? Hinfahren, los. Was gerade rumgebackt hat, keine Ahnung.
man erstmal genug Metall, hoffe ich. So, unterwegs, ich hoffe, unser Auto kommt noch an. Ja, schade, wenn nicht. Oder wenn der gerade im Hintergrund. Fuck, im Hintergrund hat Not gehört. Forschung. Warte, ich kümmere mich kurz drüber darum. Moment. So. Nur gar keinen Cut machen, ich bin ja da. Haben wir mal Fenster zugemacht, das stört auch nicht. Ah, das wird erforscht. Na gut, dann haben wir noch keine Forschung rein. Rüsche? Da! Alter, was ist da noch passiert? Lol. Okay, defekte Kuppel. Kolonisten beobachten nervös, wie wertvoller Sauerstoff durch den Riss der Kuppel austritt, während ein Sandsturm außerhalb der Kuppel wütet. Der Staubsturm hat einen gewaltigen Riss in die Hülle der Erholungskuppel Nahrungskuppel verursacht. Es entstehen permanent neue Lecks und unsere Drohnen werden nicht alle reparieren können. Um den ursprünglichen Riss zu reparieren, müssen wir Kolonisten nach draußen schicken, aber das könnte momentan zu gefährlich sein, vielleicht sollten wir den Sturm abwarten. Alter. Nee, ich brauche Freunde, die da draußen gehen. Einige Kolonisten können dabei sterben. Später reparieren es auch scheiße. Versuchen wir den Drohnen auszugleichen. Ja, machen wir das auch. Also wir tun kein Leben gefährden. Wir haben genug Zeug, hoffentlich da. Minus 6. Ich hoffe, das überleben wir. Bürgermeister der Stadt. Geschätzte Kolonisten, wir haben uns auf diesen Moment vorbereitet. Wir werden den Sturm trotzen. Spätere Kolonisten erhalten Besonnenheit. Oh Mann, würde ich gerne machen, oder? Warum darf ich das nicht machen? Ja, aber hier. Unser Hydro-Ingenieur macht das. Der soll das schon kümmern. Das ist wahrscheinlich auch viel zu reparieren, ne? So ein Ultra-Ratter-Flugzeug von da haben. Drohnen, repariert den Scheiß, los! Heils Prio! Oh je, vor allem der Sauerstoff geht uns halt runter. Wir haben ja genug gespeichert. Alter, wir brauchen so viele Erwartungen, das ist krass. Aber es wird nicht besser. Und das unerwartet ist. Ohne Hauptsache, wir haben da Leute drin. Da war ein Soll, okay. Sollten wir wohl hinbekommen, oder? Ich will weiter Geld hier farmen, weil ich brauche bald Neues und wieder Nachschub zu bestellen und Ressourcen. Wir hätten genug Metalle. Was kostet uns denn diese geilen neuen Gebäude? Produktion. Automatischer Extraktor zum Beispiel. Automatischer Edelmetallextraktor. Automatische. Ah, okay. Die kostet uns. Haben wir nicht. Stimmt die Zahnräder nicht? Nein. Polymer haben wir hier. Maschinenteile und Elektrotechnikfabrik. Oh, wir brauchen die Edelmetalle. Aber dafür braucht Treibstoff. Das ist mir scheißegal. Dafür haben wir genug. Strom, Wasser. Okay. Wartung ein bisschen unangenehm. Braucht Eisen, Gedöns ist auch okay. Edelmetall ist ein bisschen unangenehmer, geht auch. Aber automatisch. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Standardproduktion 3, da wollte ich mal nachgucken. Standardproduktion 10. Ah, der bringt dann aber nur halb so viel. Der bringt 20 und der bringt 7. Also weniger als die Hälfte bringt das, aber wir könnten halt beide anschließen und dann bringt es echt genauso viel und durchgehend. Und nachts arbeitet hier keiner. Hier werden auch nur drei hergestellt, also macht das hier gar keinen Unterschied. Und der arbeitet dann auch, voll geil. Und eine Erstmaschine haben wir eh noch nicht. Hier, 20 zum Beispiel, wir würden dann nur 10 herstellen, aber das ist nicht schlimm.
Ich muss mal so eine 2 stellen oder so. Nice. Cool, 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 cool. Leute. Frage. Wo gibt's eigentlich noch Wasser? Auf Dauer gesehen müssen wir uns mal kurz darüber Gedanken machen. Ja, also hier haben wir jetzt unser aktuelles Wasser bekommen. Alter, es gibt nicht mehr so viel. Scheiße. Was macht eigentlich auf Dauer mit Wasser und so? Ich hoffe, man kann irgendwie alternativ herstellen. Forschungsgebiet ist hier oben. Wasser mit 8000? Hm. Und hier haben wir Wasser mit 9000. Das wird's. Und keine Ahnung, wie wir das anschließen sollen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir finden besser einen anderen Weg. Und vielleicht weiter weg. Vielleicht finden wir auch noch hier irgendwo was in der Nähe. Aber nee, haben wir schon alles gescannt. Er ist nicht so geil. Also könnte ein Problem auf Dauer werden. Das Water. Der wird leider da. Wie sieht die Oma nicht aus mit Sauerstoff? Alles easy, Strom auch alles easy. Wasser chillt einfach, macht einfach weiter, arbeitet. Nice, hast du schon was auch ganz gut überlebt. Ja. Die Ressourcen gehen halt runter, ne? Die eigentlich auf andere Sachen braucht, ne? Naja. Mal 5 Stück, das ist schon teuer. Na, aber geht nach wie vor hoch, das ist sehr, sehr angenehm. Okay. Wir müssen halt irgendwo die Teile noch herbekommen, Maschinenteile, ne? Ich überlege, ob wir jetzt schon eine Maschinenteilproduktion bauen. Stimmt, warte ganz kurz, wir machen jetzt echt schon eine Maschinenteileproduktion. Weil das Ding ist, wenn wir jetzt keine Glitchkette mehr haben, wir können ja keine mehr holen, weil wir kein Geld haben. Hm. Nur noch erforschen, okay. Nee, das ist doof. Aber hier dürfen wir es bauen, oder? Hoffe ich doch. Hier, automatisierte Maschinenteile. Das sind ja Maschinenteile, ne? Mit Drohnen versorgt werden, stimmt. Stellen wir denn unser automatisches Gebäude hin, Leute? Ernsthaft? Weil die brauchen ja keine Mannequins, die da reingehen, ne? Das sind so einige was beim Lager hier, ne? Die Rakete steht eigentlich ganz geil. Ach, die braucht gar keine Maschinenteile oder wie? Sehr angenehm. Okay. Also schon bald bei Tag 100, ey. Was ist da denn los? Zehn Metall für 1? Alter, wie teuer. Nee, das ist das Wartung. Okay, muss ich schon sagen. Jetzt kommt ein bisschen 10 Metalle rein und dann kommt das raus. Wie viel das ist? 1 zu 1. Ah, okay. Nice. Wir werden auch die Drohnen machen, die werden natürlich ein bisschen aufgelasteter sein.
Proben. Holy shit. Wie reparieren die das eigentlich? Ich kann ja nicht fliegen. Schon wieder? Okay. Defekte Kuppel. Der Staubsturm hat sich gelegen, aber der Schaden an der Kuppel ist nach wie vor eine Bedrohung für die Kolonisten. Jetzt kann bedenkenlos ein Reparaturteam nach draußen geschickt werden, um die Risse in der Kuppel zu versiegeln und zukünftige Lecks zu verhindern. Möchtest du ihnen irgendwelche besonderen Anweisungen geben? Effekt. Aufgrund des großen Sprungs im Dom werden keine neuen Brüche mehr entstehen. Vorhandene Brüche werden von den Drohnen automatisch repariert. Berufen wir alles doppelt und sorgen dafür, dass die Sicherheitsprotokolle eingehalten werden. Wir müssen sofort um das Problem kümmern. Sie sollen sich beeilen. Die Reparatur werden 8 Stunden dauern, es könnten dabei zu weiteren Schäden kommen. Nö, lass uns kurz Zeit. Sicherheitsprotokolle werden eingehalten. Nice. Wird irgendwas gescannt? Der Strom rastet ja komplett aus gerade. Huh, Moment, warum? Das ist schon nach gerade so ultra hoch. Ja. Wahrscheinlich wegen der Reparatur, oder? Moment, wie viel ist das Gebäude? 28? Das ist ja, wir machen da kommen auch plus dann noch. Ja, wir brauchen dringend mehr Solarpanels. Und dringend mehr Ressourcen vor allem. Los, fahr! Jetzt nicht mehr allzu viel leider. Wir müssen das ausschalten, glaube ich, sonst wird das nichts. So, Strom. Hallo? Strom. 40. Wenn nicht genug, aber wir sollen trotzdem eins bauen. Wir brauchen es halt. Was soll man machen, ne? Brauchst du noch einen Kabelanschluss oder geht das so? Mal gucken. Wow, schon wieder ein Bruch. Ja, ich brauche das schon hin. Alles gut. Katastrophe, warum ist da keiner drin? Soll bitte einer arbeiten? Heimweh. Ja. Ja, Junge, warum arbeitet auch keiner? Höchste Prio, logischerweise. Danke. Mann, ey. Minus Wasser? Warum? Warum machen wir Minus? Was ist denn da passiert? Scheiß Ansturm. Der wartet jetzt aber noch fertig, dann müsste er da halt wieder durch. Ah, da vorne sogar ein Depot. Ich mach trotzdem mal hier nochmal eins, wenn ich dich halt selber. Stellt her, halt sehr langsam. Hä? War schon lange, ey. Einmal genug Wasser gespeichert, das sollte kein Problem sein. Strom muss halt mal gucken, das passt. Ah, die Folge ist schon wieder um. Was ist da denn los? Ihr Kinder, drei Jugendliche. Jawoll.
dann läuft's. Und Platz ist vorhanden, sehr schön. Auch wieder einer. Nice. Ich glaube, die funktionieren, Leute. Ja, dann ist das Ding auch, okay. Ja, wie sieht's denn aus hier? Alter, machen so einen Minestrom, ne? Oder Fokus repariert, nice. Dann bist du noch den letzten Bruch zerstören. Ja, reparieren, dann passt das. Alter! Der Strom macht gerade einen Abgang, Alter. Zurück. Schnell. Ja, höchste Prio. Let's go. Das ist 13, Alter. Oh, guck mal, was ist denn? Warum ist das Fahrzeug? Brauche ich mal noch einen 2 davon endlich. Wie weit hat der eingepackt bisher? 20 rein, wenn da alles reingeladen bekommen werden würde. Was ist hier hinten? Deswegen kommen die das nicht. Hinten kommen keine Edelmetalle rein, die sind doof. Der Name funktioniert ja auch noch überhaupt nicht, ne? Erstmal. Nee, abladen bitte. Ja, Folge ist das zu Ende. Moment, ich würde fest nach oben die Sachen machen. Aber dann noch Maschinenteile, oder? Hol dir die mal, bitte. Ja, sind jetzt nicht so viele, ne? Scannen Sie. Hey, welche drin sind, holen Sie dir. Ist da repariert. Nice. Ich werde irgendwie hier immer nach Shuttle-Hangars oder sowas gucken. Das braucht mal dringend, ey. Jetzt werden wir Robotnik sein. Da müssen wir mal weiter forschen in der Richtung, dass da mal was kommt. Aber gut, Leute. Ich folge jetzt erstmal zu Ende. Mal gucken noch kurz, dass der da oben das Zeug ablädt. Ja, nächste Folge. Maschinenteile werden hergestellt. Hat viel zu wenig, glaube ich, noch. Mal gucken. Voll Produktion. Ist 4, Verbrauch 2,9. Der Sturm hat auch gerade viel verursacht. Also schauen wir mal. Vielleicht geht's ja. Und ja, Polymere. Müssen wir auch mal automatisieren dann. So. Jetzt soll ich bitte noch das hier holen. Das wäre sehr angenehm. Und ja, würde ich sagen. Dankeschön fürs Zusehen. Und, Moment. So, meine Kamera ist los. So, danke schön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von Surviving Mars.